Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Oh, es wird gerade dunkel. Das ist uncool. Wir befinden uns hier auf unserem großen Flughafen, der mittlerweile immer größer wird und immer massiver. So, wer wartet jetzt hier auf wen? Wir haben hier noch eine kleine Sache, ein kleines Problem sozusagen. Das ist der Freund hier. Dank dem hier können wir wirklich, ja, es ist alles ein bisschen im Weg. Die kleinen Flugzeuge sind zwar immer noch sehr aktiv, aber ja auch nicht mehr so unbedingt benötigt. Und ich glaube, wir haben hier aktuell mindestens eine Fahrgasttreppe. Ja, das ist wieder das Ding, was wir gar nicht brauchen. Weiter. Jetzt ist mir wurscht. So, okay. Unser Flughafen ist mittlerweile relativ groß geworden. Und dementsprechend gibt es auch viel, viel, viel zu tun. Und ich würde sagen, let's advance with our spectacle. Und lasst uns froh und munter das geplante Gebäude hier bauen. Ich glaube, dafür sollten wir genug Geld haben. Wenn das Spiel das aushält. Ich nehme das Ganze bitte einmal. Wir haben 2,6 Millionen. 1,8 Millionen. Okay. Wie gesagt, es wird noch relativ interessant, weil man hat natürlich auch seine Sicherheit, sein gefährliches Gepäckstück. Ah ja, das war mal. Das war da mal so eine Sache. Man sieht hier leider nicht, wie viel man noch hat, oder doch? Ich kann noch maximal zwei verbinden hier. Und hier habe ich schon voll verbunden. 7 von 8 großen. Also ich kann bloß... Ach ja, große Parkpositionen machen 1 Punkt. Aha, also ich könnte 12 kleine, 8 mittlere und 6 große mit dem Ding verbinden. Interesting. Interesting, interesting. Bauen wir mal das Ganze auf und dann schauen wir weiter. Weil Platz haben wir ja mittlerweile. Das ist ein bisschen störend einfach, dass die jetzt hier drauf warten. Okay, wahrscheinlich, den muss noch hier unten wahrscheinlich einen fädeln, aber das ist teilweise ein bisschen blöd getimt, finde ich. Wann wer wo lang darf. So. Tipp der ab. Oh, gefährliches Gepäck entdeckt. Ja, leckt mich doch am Arsch. Das könnt ihr woanders mir erzählen, dass hier gefährliches Gepäck ist. Nicht hier an diesem Flughafen. Zum Forschen haben wir auch schon lange nichts mehr, glaube ich, ne? Einfach mal wieder gucken. Ich könnte höchstens hier noch ein paar Leute irgendwo reinstecken wahrscheinlich, ne? Hier will noch was frei. Scheiße, Passagierzufriedenheit, Mitarbeiter, Produktivitätssteigerung. Finde ich noch gut. Mehr kann ich eh nicht machen. Administration arbeiten nicht. Okay. Mitarbeiterzufriedenheit bei 80%. Die sind bloß unzufrieden. Warum auch immer. Wir sind doch gut dabei. Der Flughafen, der läuft. Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk schon quasi. So viele Flugzeuge, wie hier rein und rauskommen. Das ist doch nicht normal. So. Und schauen wir mal, heute ist irgendwie nicht so deren Tag. Die Baustelle scheint aber von dran zu gehen, wenn ich irgendwo meine Bauarbeiter finden würde. Wo sind die schon wieder? Ah, ich sehe hier so ein paar rumdödeln. Da schauen, da sind ein paar unterwegs. So, okay. Was? Mayday, Mayday. Akzeptieren. Notfall. Ist verspätet das Ding wieder. Be
bestätigen. Und den Flug müssen wir leider annullieren. Yes. Wir hätten zwar viele andere Möglichkeiten wahrscheinlich, aber hier irgendwie nicht. Das müsste ja sich dann gleich die Feuerwehr losmachen, oder? Irre ich mich da? Wo ist das Feuerwehrfahrzeug? Wo ist die Feuerwehr? Notfall gelöst 0. Müsste die nicht schon ankommen? Und ist sie weg, hä? Wurde das einfach straight ignoriert oder was? Okay. Heutiger Wirtschaftsbericht. Ja, den brauche ich nicht. Meine Wirtschaft läuft schon irgendwie. Die Zahl da unten schaut auf jeden Fall schön grün aus. Das finde ich schon mal super. Ich lüge ehrlich gesagt, was wir genau hier weitermachen können. Sicherheit. Wie geht's eigentlich hier oben aktuell? Genau, hier haben wir die Treppen reinbaut. Wollten wir nicht hier einen Superladen reinbauen irgendwie? Gastronomie oder einen Shop? Ich würde mal sagen, wir tun hier eine Gastronomie reinsetzen, einfach eine große. Hier ist, sind jetzt 216 Quadratmeter. Der will 151, 6 Kühlschränke und eine Kaffeebar. Ein Kochbereich, nee, 3 Kochbereiche und eine Kaffeebar, okay. Kühlregale und eine Kaffeebar. Machen wir doch mal hier, Kühlregale. Ich weiß ja nicht, was die alle mit ihren Kühlregalen haben, aber okay. Kühlregale. 9 Stück davon. Man kann doch auch irgendwie übertreiben, oder? Mache ich es gerade falsch rum? Nee, ich glaube schon, dass das so richtig rum ist. Ich weiß es nicht. Ist ja auch ein bisschen wurscht. So, das sind jetzt 8. Dann sind es jetzt 9. Gut. Dann wollten die eine Kaffeebar haben. Wo ist denn hier eine Kaffeebar wieder? Kaffeemaschine. Koch. Spüle. Kühlschrank. Das wird eine Kaffeebar sein, denke ich mal. Ich verstehe noch nicht so ganz, was ich hier tue. Lebensmitteltheke. Eine Leere für einen Kaffee oder eine Bar. Let's put it here. Kaffeemaschine. Kochbereich. Und nicht auch sowas wie, keine Ahnung, Sitzbereich mal oder sowas. Okay, wir lassen es jetzt einfach mal bauen. Komm, wir leisten es uns jetzt auch und holen uns auch die restlichen Bauarbeiter. Maximal bitte bereitstellen. Damit hier auch die volle Arbeitsleistung reinfließt. Ich mag mal wissen, ob das jetzt... was sie hier draus noch machen können in dem Fall. So, jetzt kommen die Bauarbeiter hier lang. Wie gesagt, das neue Terminal wird ja auch noch gebaut. Das wird noch eine ganz interessante Sache. Das wird noch ganz, ganz interessant. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen abreißen. Damit wir nachher durchkommen. Wie schaut es denn im ersten Stock aus? Da bauen sie noch ganz fleißig. Wollen wir ihnen die Schocknachricht bringen, dass dann ein zweiter Stock drauf kommt?
Können wir eigentlich machen, ne? Hey Leute, hier kommt noch ein weiterer Stock drauf. Have fun. Wir investieren. Bloß kein Bauarbeiter kommt hier hin. Ja, der Flughafen geht jetzt dauernd ab. Wir gehen dauernd Geld rein und raus. Alter. Wir haben so viel Geld ausgegeben. Er will schon wieder weg, okay. Make ready for takeoff. Der bringt nochmal 7000. Jetzt fließt das Geld schon wieder rein. Jetzt haben wir schon wieder 10.000, 12.000 gemacht. Die sind noch so relativ. Ich mag echt wissen, wie groß die Großen sind. Aber vielleicht, wenn wir hier dann. Wie groß sind noch die Landeflächen für die Großen? Oder die Parkflächen? Also, die sind schon mächtig, ne? Die sind echt mächtig. kann ich den mal im Planungsmodus bauen? Ich will einfach wissen, wie groß wir hier insgesamt gehen dann müssen. Planungsmodus umschalten. Also ich krieg hier dran gerade mal 3. Mir fehlt nicht mal ansatzweise, da müsste hier hinten irgendwo sein. Und ich habe die ganzen falsch rum platziert. Ich bin schon schlau, ne? Also die planen wir echt mal da. Ich will hier 3 von den Großen einfach mal hinsetzen. Aber ich will wissen, wie groß die großen Flugzeuge sind. Ob sich das überhaupt lohnt, da drauf zu sparen oder ob das einfach nur noch Blödsinn ist. Ist das die große Anlage? Schaut so aus, ne? IRS-System. Simply interessant. Bietet seitliche Führung für nähere Flugzeuge. Ich höre immer nur wum, wum, wum. Die Flugzeuge vorbeischießen wie bekloppt. Also ist der untere Stock. Haben die, wie gesagt, sind sie beim oberen Stock? Noch nicht wirklich weit. Aber sie haben, wie scheint, das eine abgerissen. So. Jetzt will ich wissen, wir hatten hier einen Laden, den wir einbauen wollten. 9 Kaffeebar. Wie viel wollen die verkauft? 200. Zeig mir, was ihr könnt. So, ich will jetzt wissen, wie schaffe ich das hier mit dem Terminal am besten. Cool. Hat einfacher wie gedacht funktioniert. Warte mal, ich bin noch im Planungsmodus. Shit. Muss aus diesem blöden Planungsmodus raus. Total vergessen. So. Jetzt. Nächste Stufe vom Flughafen. Heilige Scheiße. Aber ich glaube, die. Wir müssen dann gucken, wie viel wir dann unterbringen, weil die machen 3. Ich glaube, dass ich einen von denen nicht dann noch an dem hier anschließen muss. Oder wir tun noch 2 wirklich anschließen und den Rest dann mit dem hier. Weil sonst wird das alles zu eng. Und vielleicht sollte man dann die kleinen gegen die großen Start- und Landebahnen austauschen. Irgendwie. Da brauchen wir genug Geld auf jeden Fall für. Oh, shit, diese Gepäckstücke. Liegt es an der Masse, die wir mittlerweile hier verwalten? Weil wenn wir überlegen, 120 Gepäckstücke auf dem Gepäckband aktuell. Ich wüsste sonst nicht, wo der Fehler liegt. Ich sehe nur massenweise Leute hier rumlatschen, das ist echt schlimm. Ah, da steht, die Bauarbeiter sind schon dran. Ups, jetzt hat sich irgendwie mal kurz alles von mir verabschiedet, meine Tastatur und meine Tastatur hat sich verabschiedet.
Finde ich jetzt natürlich grandios. Warum die sich jetzt gerade auch verabschiedet hat. Tastatur ist jetzt echt... Ich könnte jetzt nicht mal mehr die Aufnahme abbrechen, ne? So zur Info. Ich weiß nicht, was meine Tastatur gerade hat. Tastatur, du bist echt schon langsam ein bisschen nervig, weißt du das? Das hatte die schon früher, dass sie sich aufhängt. Ich muss die vielleicht mal wirklich irgendwann austauschen. Aber ja, gut. Was hast du hier schon wieder? Flugmonitor. So, einsteigende Passagiere. Da fehlen, sind Passagiere, die zum Beispiel einsteigen müssen noch. Passagiere in Sicherheitskontrolle. 0 von 0. Alter, ich... Das hier zusammenführen, kann ich nicht laden, weil Parkposition immer noch besetzt ist. Ich weiß, was ihr mir sagen wollt. Wir brauchen mehr Plätze. Da kommen ja welche jetzt nach. Wir sind ja auf dem besten Weg in die richtige Richtung und bauen schon dafür. Aber das muss erst in der nächsten Folge passieren. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten noch rum da. Abonniert ihr noch nicht habt. In der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich den dritten Terminal hier sozusagen fertigstellen können. Um zu gucken, wie gut das Ganze hier funktioniert und was noch alles auf uns zukommt. Vielleicht schaffen wir es auch mit dieser Woche noch, die großen Flugzeuge uns mal anzuschauen und zu sehen, was hier alles auf uns wartet. Also, bis dann. Ciao.